Auch die Fürsten Esterhase gestalteten ihre Residenzen nach dem Geschmack der Zeit und ihrem Gusto durch die Jahrhunderte hindurch. So wandelte sich das Interieur und so zum Beispiel auch der Raum, wo wir uns hier befinden. Das ist das Schlafzimmer der Fürstin in ihrem Appartement. Allerdings sah dieser Raum um 1800 ganz anders aus. Heute zieren rund 300 Jahre alte chinesische Papiertapeten die Wände des Schlafzimmers der Fürstin. Damals waren asiatische Tapeten sehr beliebt und zierten beinahe die meisten Räume des Schlosses. Um 1800 allerdings änderte sich der Zeitgeschmack und die Fürstin ließ die Wände des Raumes mit blauen Stofftapeten ausstatten. Die Farbe Blau dominierte das Schlafzimmer der Fürstin. Auch die Vorhänge, die Kordel, die Sitzmöbel und das Baldachinbett waren mit Bahnen aus blauem Stoff bespannt und gestaltet. Wie man sich dieses Schlafzimmer der Fürstin in etwa vorstellen kann, zeigt sehr anschaulich ein Aquarell mit dem Raum einen Blick in das Schlafzimmer von Kaiserin Maria Ludovica, einer engen Freundin von Fürstin Marie. Fürstin Marie hatte wohl dieses Vorbild für sich herangezogen, um das Schlafzimmer hier in Blau zu gestalten. Akzente in diesem Raum setzten weiß lackierte Sitzmöbel und asiatisches Porzellan auf den Konsoltischen. Hier in diesem Raum befand sich damals allerdings auch ein Musikinstrument, und zwar ein Pianoforte, auf dem die Fürstin Marie selbst gerne spielte und auf dem sie Haydn unterrichtete. Das Instrument ist heute noch in den Sammlungen erhalten.